Moin moin und ein herzliches Willkommen zur Folge 19 unserer Adventskalenderserie mit dem ersten FC Kaiserslautern. Im letzten Jahr konnten wir unser erfolgreichstes Jahr aller Zeiten erleben. Wir haben die Champions League gewonnen, das allererste Mal, dazu die Meisterschaft. Ist das schon das dritte Mal in Folge gewesen oder das zweite Mal in Folge? Ich bin mittlerweile sogar durcheinander. Ich glaube, es ist sogar schon das dritte Mal in Folge. Wir können mal in die meine Karriere reingucken. Nee, es ist das zweite Mal in Folge. Also wir konnten jetzt schon zweimal die Meisterschaft gewinnen. Einmal jetzt auch die Champions League. Und damit sieht es sehr, sehr gut aus. 350 Millionen Transferbudget sieht man auch gerne. Wir werden trotzdem nichts ausgeben, denn wir haben natürlich unsere Jugendmannschaft. In der neuen Saison habe ich mich jetzt entschieden, das letzte Mal die Scouts loszuschicken, da es sich ab dem 21., da hätten wir die nächste Chance, einfach nicht mehr lohnt. Ich weiß schon nicht mehr, ob sich das heute lohnen wird, ich denke eher weniger. Aber am 20. bzw. am 21. dann das nächste Mal lohnt sich definitiv nicht, denn in anderthalb Jahren schaffen es die Spieler auf keinen Fall auf eine 90-Rated-Gesamtbewertung zu kommen. Ich bin jetzt schon relativ sicher, dass das Ganze nicht mehr funktioniert, aber wir gucken natürlich rein. Ich schaue mir an, was unter Folge 18 die ersten drei Kommentare waren bezüglich einem Land, und nach da werden wir dann gehen. Zuallererst Saudi-Arabien sehe ich gerade. Und da müsste ich erstmal überhaupt gucken, ob Saudi-Arabien am Start ist. Ja, sie sind am Start. Und zwar hier. Und da schicken wir den Scout direkt mal für 9 Monate hin. Dann haben wir das nächste. Und das ist, einmal reinschauen, als nächstes Indonesien. Weiß ich auch nicht, ob es die gibt. Und danach die USA. Die USA müsste es geben. Da schicken wir einfach mal schon mal zuerst den Scout hin in die USA. Das ist relativ easy. Finden wir auch direkt was. Und jetzt Indonesien, da bin ich mir echt unsicher, ob es Indonesien gibt. Ich habe noch nie gesehen. Es gibt Australien und Neuseeland. Also sollte ich mich jetzt nicht vollkommen verguckt haben, gibt es Indonesien nicht. Dann habe ich jetzt mal weitergeschaut und das nächste wäre dann Kamerun. Und da können wir den Scout hinschicken. Ist sogar das teuerste Land von allen. 9 Monate und dann haben wir unsere letzten 3 Scouts jetzt unterwegs. Und damit starten wir rein in Saison Nummer 10 oder 9? 10, glaube ich schon. Nee, es müsste Saison Nummer 10 sein, oder? Bin ich da jetzt falsch? Ich bin mir echt nicht hundertprozentig sicher, aber es müsste Saison Nummer 10 sein. Und hier starten wir jetzt rein. Dann geht es jetzt für uns rein in unser allererstes Ligaspiel. Wir müssen ran gegen den VfL Wolfsburg, die sich zuletzt auch recht gut präsentieren konnten in den letzten Jahren. Eigentlich immer in der Top 7 vorne vertreten waren. Trotzdem sollten wir hier natürlich Favorit sein, wie gesagt, Champions League-Sieger, Meister der Saison, Meister davor, also in der Liga sollten wir eigentlich das Maß aller Dinge sein. Augustin mit dem 1:0, Horn mit dem Ausgleich in der 35. Minute, wie gesagt, ich hätte hier gerne im ersten Spiel natürlich 3 Punkte, das wäre mir schon relativ wichtig. Nach 70 Minuten steht es hier allerdings noch 1:1 und damit bleibt alles offen, Neumann jetzt eventuell auch noch verletzt und wir lassen schon im ersten Spiel Punkte liegen. Den 18-jährigen Kamil Kovac werden wir jetzt in die erste Mannschaft hochziehen. Wie gesagt, da er schon 18 ist, habe ich Angst, dass er uns ansonsten irgendwann verlässt. Er kommt damit in die erste Mannschaft, ins Profiteam, und dazu fliegt Viktor Clark leider raus. Sein Gesamtrating ist natürlich nicht schlecht, allerdings ist sein Potenzial für mich nicht gut genug, aber wir haben ein richtig gutes Talent, auf den ich mich freue. Ich glaube zwar nicht, dass er es nochmal in die erste Mannschaft schafft, aber ein 91er bis 94er Potenzial ist eigentlich zu schön, um den nicht irgendwann mal spielen zu lassen. Wir gehen dann jetzt rein in unser allererstes CL-Spiel des neuen Jahres. Und natürlich wollen wir auch hier als Ziel haben, dass wir die CL verteidigen können. Der FC Basel kam scheinbar über die Qualifikation rein, konnten da sich qualifizieren über die beiden Spiele. Und deswegen, glaube ich, sind wir hier Favorit. Also wie gesagt, wir konnten uns direkt qualifizieren und sind, ja, aktueller CL-Sieger, aber das sieht gerade nicht gut aus. Durch Okafor sind wir hier hinten und wir sind mittlerweile in der 75. Minute, das gefällt mir gar nicht. Und Gürschebe mit dem 1:1, wenigstens ein Unentschieden, aber bisher sind unsere Auftritte tatsächlich nicht ganz so gut. Es geht jetzt aber rein in eine interessante Partie. Ihr seht es, Bayern führt derzeit die Tabelle an. Wir sind Zweiter, punktgleich Borussia Mönchengladbach, ebenfalls 7 Punkte. Das sind so derzeit die Mannschaften in der Liga, die am besten abgeschnitten haben. Bisher also alle Simulationen, die über den Kalender erfolgt sind, beziehungsweise die ihr nicht gesehen habt, haben wir gewonnen. Und alle Simulationen, die ihr gesehen habt, haben wir unentschieden gespielt.
Ich hoffe natürlich, dass das jetzt nicht schon das Vorwort auf das Ergebnis heute ist. Wir führen jetzt 2:0, deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass Bayern das hier noch wieder zu einem Unentschieden drehen kann. Isco ist dort am Start, Evina ist immer noch dort, Sanabria, Kubo, interessanter Zehner, Diop vorne, Pavlenka noch im Tor. Sollte auch mittlerweile nicht mehr der Jüngste sein und insgesamt gewinnen wir über die 90 Minuten mit 3:0. Zweites Spiel der Champions League Gruppenphase, dieses Mal müssen wir ran gegen den FC Arsenal und ich hoffe natürlich auf den nächsten Sieg hier. Und auf den nächsten Sieg, sage ich schon. Wir haben das erste Spiel zwar nicht gewonnen, allerdings ist das einfach mal auf die Liga auch bezogen, denn da konnten wir den FC Bayern schlagen. Wir führen jetzt hier nach 7 gespielten Minuten gegen den FC Arsenal mit 1:0. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wer noch in unserer Gruppe ist. Basel, Arsenal und ja, sehen wir im nächsten Spiel. Ich weiß tatsächlich nicht, wer noch in unserer Gruppe ist. Kaiser mit dem 2:0, damit dem Doppelpack und damit sollten wir hier die 3 Punkte haben, Sepulveda noch mit dem 3:0 und damit gewinnen wir klar und deutlich mit 3:0. Jetzt kennen wir dann auch Team Nummer 4, es ist Dynamo Kiew, damit ist die Vierergruppe komplett. Derzeit sind wir Gruppenerster mit Basel, beide 4 Punkte und wir wollen das Ganze jetzt natürlich am besten aufstocken auf insgesamt 7 Punkte. Das wäre natürlich meine Wunschoption und ich denke, da haben wir auch ganz gute Chancen. 1:0, 2 gespielte Minuten. Und Neumann trifft schon sehr, sehr stark. Dosso auch schon mit Treffern in dieser Saison. Also in diesem Jahr funktionieren unsere beiden Stürmer scheinbar wieder richtig gut. Mit dieser 1:0-Führung geht es dann auch in die Pause. Und ansonsten macht Bueno jetzt erstmal das 1:1. Das gefällt mir nicht. 63. Minute. Und damit geht diese Partie tatsächlich auch 1:1 aus. Und wir geben Dynamo Kiew die ersten Punkte in dieser Gruppenphase. Uns fehlt jetzt auch eigentlich in dieser Karriere nur noch ein einziger Titel und das ist der DFB-Pokal. Dort steht jetzt Borussia Mönchengladbach vor der Tür. Ein sehr, sehr schwieriges erstes Los, aber ich würde ganz gerne in dieser Karriere auch nochmal den DFB-Pokal gewinnen. Wie gesagt, das ist der einzige Titel, der uns derzeit noch fehlt. Neumann nach schon 4 gespielten Minuten mit der Führung. Allerdings ist hier noch alles drin. Süa mit dem 1:1. Damit ist die Partie wieder komplett offen. Neumann wieder mit irgendeiner Verletzung. Kaiser mit dem 2:1 in der 74. Und es bleibt dabei, wir gewinnen mit 2:1. Ich habe langsam tatsächlich so ein wenig Angst, wenn ich den Blick auf die CL-Tabelle werfe, dass wir es dieses Jahr irgendwie ein wenig zu leicht nehmen und nachher irgendwie sogar in der Gruppenphase ausscheiden. Also wir brauchen jetzt dringend die Punkte. Auf keinen Fall dürfen wir hier Dynamo Kiew wieder punkten lassen. Den haben wir schon den ersten Punkt in der Gruppe überhaupt geschenkt. Da will ich jetzt nicht noch 1 oder 3 hinterherwerfen, sondern ich möchte jetzt hier einen klaren Sieg machen. Wie auch Arsenal, eventuell sogar noch höher als 2:0, würde mich zumindest freuen. Dosu nach 3 Minuten mit dem 1:0, 17. Minute Kaiser mit dem 2:0, der dann in der 23. Minute den Elfmeter verschießt. Allerdings in der 35. Minute Dosu dann mit der 3:0-Führung. Sangaré haut dann noch das 4:0 hinten rein und genauso habe ich es mir gewünscht. Ich habe es davor angesprochen, 5:0 Kaiser, 6:0 Horn. Ja. Das war das, was ich mir gewünscht habe, wo ich auch gesagt habe, auch gerne noch höher als Arsenal. 4:0 nehme ich mit, hätte Kaiser den 6:0 nehme ich mit, hätte Kaiser den Elfmeter noch verwandelt, wäre das ein lockeres 7:0 gewesen und dann, ja, könnte man auch schon nachdenken, ob man vielleicht nächstes Mal zweistellig gewinnen will. Jetzt könnten wir es eigentlich schon vorentscheiden, wenn wir gegen Basel gewinnen, sind wir ein Spieltag vor Ende. Insgesamt 6 Punkte vor dem Tabellendritten und damit wäre das Ganze durch. Das bedeutet, wir haben es jetzt selber in der Hand, jetzt schon alles klar zu machen. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns das nicht nehmen lassen. Letzter Sieg 6:0, da sollten wir jetzt langsam an unsere Form anknüpfen, die wir im letzten Jahr auf den Platz gerufen haben. Horn nach 12 Minuten mit der 1:0-Führung und mit einer 2:0-Führung durch den Treffer von Göschek geht es hier in die Halbzeitpause. Göschek jetzt auch noch mit einem verschossenen Elfmeter. Kaiser mit dem 3:0 und damit gewinnen wir insgesamt sogar durch einen weiteren Treffer von Sepulveda mit 4:0 und damit stehen wir in den letzten 2 Spielen bei einer Tordifferenz von 10:0. Gruppenphase ist erledigt, allerdings geht es jetzt im direkten Duell gegen Arsenal in London nochmal um den Tabellenplatz 1 und ich würde natürlich auch
mich eher für den ersten Platz entscheiden als für den zweiten, wenn ich mir das Ganze aussuchen dürfte. Und Gagner auf der Rechtsverteidigerposition müsste das sein. Ein wenig ungewohnt, müsste ich gleich mal schauen, wer das überhaupt genau ist, weil den Namen hatten wir, glaube ich, noch nie in der Startelf. Schlecht scheint er nicht zu sein, sonst würde er nicht in der Startelf stehen. Eine gelbe Karte nimmt er sich trotzdem gerne mal nach 3 Minuten mit. Ein wenig Erinnerung an ein Champions League Gruppenspiel muss man schon haben. Und da hat er sich gedacht, da steckt er sich die gelbe Karte direkt mal ein. 60 Minuten, es steht noch 0:0. Damit wären wir auf Platz 1. Allerdings kann ein Tor hier alles bekanntlicherweise verändern. 85. Minute und Soler in der letzten Minute mit der 1:0 Führung. Und damit stehen wir auf Tabellenplatz 2. Jetzt können wir dann auch unser Überleben im Pokal vor der Winterpause klar machen. Es ist nur der SC Paderborn. Ja, klar, es ist nur der FC Paderborn, aber wer kann sich zurückerinnern? Vor 2 Jahren, glaube ich, sind wir gegen den Halleschen FC ausgeschieden. Drittligist. Und dieses Mal haben wir wenigstens, ich weiß nicht, ob sie immer noch dort sind, aber eigentlich einen Zweitligisten vor der Tür. Ich habe ein bisschen Angst, weil wie gesagt, wir sind schon mal an einem Drittligisten gescheitert. Sangaré mit dem 1:0 nach 15 Minuten. Kaiser legt nach der Halbzeit das 2:0 obendrauf. Und damit sollte es jetzt schon, wenn wir nicht früh den Gegentreffer bekommen, gewesen sein. Freut mich auch, dass wir mal noch ein zweites Tor schießen können und nicht uns über die letzten Minuten zittern müssen. Und damit haben wir es geschafft, wir überwintern im Pokal. Und das letzte Spiel, was ich jetzt nochmal zeigen werde, ist gegen Borussia Dortmund. Hier entscheidet es sich, wer, das sehen schon bei uns, oder schaue ich mir gleich an. Hier entscheidet sich, wer dann in die Winterpause als Tabellenerster geht. Ich hoffe natürlich, dass wir dies selber sein dürfen. Aber dafür brauchen wir jetzt einen Sieg und die wichtigen Spiele, die, ja, choken wir leider teilweise. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass wir jetzt überzeugen können. Das Ganze ist in Dortmund, wir sind zu Gast. Aber wir sollten eigentlich normalerweise die bessere Mannschaft auf dem Platz stehen haben. Barco mit dem 1:0 für Dortmund. Davis übrigens auch bei Dortmund am Start statt bei Bayern. Dosu mit dem 1:1 Ausgleichstreffer. Damit steht es derzeit weiterhin so, dass wir Tabellenerster sind. Wilson mit dem 2:1 für Dortmund und damit geben wir den Tabellenplatz 1 ab und Dortmund steht an der Tabellenspitze. Ich sag ja, solche Spiele schaffen wir irgendwie nie über die Bühne zu bringen. Dosu bisher wenigstens bester Torschütze. Wir hatten jetzt noch das Spiel gegen Bremen. Wenn Bremen gewinnt, werde ich das euch auch nochmal zeigen. Wir werden das gleich sehen. Dann gehen wir auch direkt nochmal in das Spiel rein, denn das wäre das nächste entscheidende Spiel und wie wir uns kennen, könnten wir da mal wieder eine Niederlage vertragen. Aber ich hoffe natürlich, dass wir hier jetzt auch mal bei einem wichtigen Spiel überzeugen. 1:0 in der 12. Minute durch unsere Nummer 11, durch Kaiser. Somit bleibt es auch erstmal in den nächsten 30 Minuten bei diesem Spielstand. Und wir gehen damit in die Pause. Sepulveda kommt für Sangaré in die Partie. Gülşek mit dem 2:0, 2 Minuten später. Kaiser dann auch schon mit dem 3:0. Und damit schlagen wir wenigstens Werder recht eindeutig sogar mit 3:0. Letztendlich dürfen wir am Saisonende tatsächlich auf Platz 1 stehen. Wir stehen tatsächlich noch vor Borussia Dortmund, da sie zuletzt nochmal das Ganze nicht ganz so stark abrufen konnten. Und was mir gerade einfällt, ich habe leider vergessen zu schauen, wer Spieler des Jahres geworden ist. Eventuell wieder Dosu, wir wissen es nicht. Aber Dosu spielt auf jeden Fall eine hervorragende Saison. Ich zeige euch jetzt nochmal unsere Mannschaft. So sieht die derzeit aus. Sangaré ist der nächste 90er-Spieler und der nächste, der auf einem ordentlichen Weg dahin ist, ist dann jetzt auch schon Utara. Der oder Uatara oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Ich nenne ihn einfach nur Utara. Und ich hoffe, dass der sich weiterhin so gut entwickelt. Dann könnten wir in dieser Saison noch insgesamt 96er haben. Das wäre natürlich ein Traum. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch die Folge unterhalten hat, lasst liebend gerne einen Daumen nach oben da. Und natürlich auch gerne ein kostenloses Abo. Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.